gerade dieser Antrag gebietet es, glaube ich, daran zu erinnern, was wir brauchen. Und wir brauchen ernsthaft einmal ein Denkmal in unseren Herzen und Hirn und in unserem Handeln für die Leistung, die Musliminnen und Muslime in den letzten Jahrzehnten in diesem Land für dieses Land erbracht haben. Und wir brauchen ein Mahnmal in unseren Herzen, Hirn und in unserem Handeln für das, was an Gewalt und Missachtung Musliminnen und Muslimen in diesem Land in den letzten Jahrzehnten widerfahren ist. Im Namen aller, die in der Vergangenheit und gegenwärtig in der politischen Kultur und in der politischen Klasse dieses Landes Verantwortung tragen, sage ich jetzt hier, ich entschuldige mich dafür, für diese Diskurse der letzten Jahrzehnte, diese unnützen, diskriminierenden, stigmatisierten Islamdebatten. Und wir haben so viele davon erlebt. Und alle wissen das genau in diesem Raum. Und alle wissen, dass die AfD letztlich auch ein Ergebnis genau dieser Debatten ist. Spielerischen, im schlechten Sinne, destruktiv spielerischen Umgang mit der Demokratie. Und genau das machen Sie hier doch auch. Es dreht auf dem Antrag Islamismus. Ihnen ist doch, sprechen wir es doch auf Deutsch aus, Ihnen ist Islamismus scheißegal, wenn ich das hier sagen darf. Es interessiert Sie nicht. Das Thema dieses Antrages ist antimuslimischer Rassismus und Islamhass. Nichts anderes streben Sie hiermit an. Es vergeht keine Veranstaltung zum Thema Islam oder Muslime oder Migration, in der nicht nach 5 bis 10 Minuten der Hinweis verfassungstreu kommt. Haben Sie sich mal Überlegungen gemacht, wie sich Muslime fühlen, wenn man sie immer damit konfrontiert, als ob man ihnen erklären müsste, was denn Demokratie und Verfassung wäre? Was ist in Moscheen los gewesen? Ich habe es erlebt, ich war nämlich da nach Christchurch, als da Menschen verängstigt waren und hofften, dass Polizeischutz vor ihnen wäre. Was bedeutet es für Muslime und Muslime, dass gestern wieder an 4 Moscheen in Nordrhein-Westfalen Morddrohungen eingegangen sind? Eine Morddrohung in Hagen, unterschrieben mit Combat 18. Was macht das mit Menschen? Stellt sich einer in diesem Hause mal die Frage? Nein, es ist genau das Thema Ihres Antrages, der Islamhass und die Islamophobie. Wenn man Muslimen und Muslime erklärt, wie ihr Islam zu sein hat, was wir von ihnen erwarten, wie sie sich zu verhalten haben, dann sät man Verachtung und man wird am Ende Hass ernten. Und das Ergebnis ist unter anderem die AfD. Daher appelliere ich an uns alle, erklären wir nicht weiterhin Muslimen und Muslimas in diesem Land, was moderner Islam ist. Hören wir auf mit dieser Kultur der Bevormundung und klären wir zum Beispiel endlich auf, was für ein Skandal der NSU war, was struktureller Rassismus in diesem Land angetan hat und was es bedeutet, in diesem Land zum Beispiel als Frau mit Kopftuch bestens ausgebildet zu versuchen, eine Stelle in einem Krankenhaus oder im Management zu bekommen. Und wenn wir diese Frage beantwortet haben, dann, erst dann, können wir weitere Debatten über Islamismus führen. Vielen Dank.